Jungs, was geht ab und herzlich willkommen back zu einem neuen Video. Und heute geht es endlich wieder weiter mit den Pack-Experimenten. Ja, bei der La Liga habe ich sie leider nicht gebracht, aber bei den Bundesliga-Packs, wenn ihr die Bundesliga-Spieler gesehen habt, dann wisst ihr, warum ich diese Packs da durchziehe, warum ich ganz, ganz viele von denen mache. Es sind einfach so viele geile Spieler. Ich weiß gar nicht, über wen ich mich am meisten freuen würde, aber es gibt bestimmt 7, 8 Leute, die würde ich auf jeden Fall gerne mal spielen wollen. Dafür haben wir das Ganze in zwei Teile eingeteilt. Ich habe 10 Sets jetzt gemacht für dieses Video hier. Also machen wir ein Pack-Experiment mit 10 Stück. Der Teil 2 mit weiteren 10, der kommt dann 2 Tage später. Weil, falls ihr das noch nicht wisst, ich bin im Urlaub und da muss ich ein bisschen vorproduzieren. Und dann habe ich mir gedacht, 10 Packs sind auf jeden Fall okay für ein Video. Dann nochmal 10 für ein zweites. Doppelt ist natürlich besser, dann könnt ihr euch dieses Video auch noch reinziehen. Und ich hoffe auf jeden Fall, dass es hier blaue Schlitze regnet, weil ich hätte wirklich Bock, mal einen von diesen Bundesligaspielern auszuprobieren. Ich würde sagen, wir fangen an mit den Bundesliga-Sets. Und ja, natürlich passend zu heute habe ich das Deutschland-Trikot rausgeholt. Ich habe natürlich nicht von jeder Liga ein Trikot, aber jetzt nochmal kurz ein Appell hier an die VfBler. Was war da los? Kein Tots. Ich meine, ganz ehrlich, Stuttgart hat die zweitbeste, ist Zweiter in der Rückrundentabelle geworden, hat, ich glaube, die zweitbeste Defensive und nicht mal ein Verteidiger von Stuttgart ist im Tots, ne? Also, dass Pavard nicht drin ist, ist eigentlich eine Frechheit, aber wir haben es ja selber gewählt. Ich habe natürlich für Pavard gewählt, aber naja, da kann man nichts machen. Wir starten rein mit dem ersten Set und hoffentlich gleich der blaue Schlitz. So. Nächstes Set geht auf, Jungs. Und wir wollen den blauen Schlitz sehen. Komm schon. Oh, da ist auf jeden Fall mal der normale Schlitz. Informschlitz, wer ist das? Wer ist das? LM? Das ist Ginczek. Ja gut, den habe ich auch in meinem 100k-Set gezogen. Aber Daniel Ginczek, hier Grüße gehen auf jeden Fall raus an dich. An deine Frau, an deine Kinder. Ja? Grüße gehen raus. So, Jungs, ich sage vor jedem Pack das gleiche, ne? Der blaue Schlitz ist nicht da. Schade, schade, Marmelade. Sven Ulreich, weg mit dir. Adieu. Okay, da ist der blaue Schlitz drin. Hat mir gerade ein Vögelchen gezwitschert. Schade. Ja, Jungs, also wenn da der blaue Schlitz kommt, dann wisst ihr, was passiert. Dann wird hier komplett eskaliert. Dann gibt's da gar nichts mehr. Da kenne ich gar nichts mehr. So. Pack Nummer 4 geht auf. Wo sind die Schlitze? Ich glaube, die haben die Schlitze vergessen. Mann. Uiuiui. Wir haben jetzt echt. Ach, das gibt's ja gar nicht. Wie viel Duplikate wir jetzt schon gezogen haben in 4 Packs. Also in 5. So, wir haben jetzt noch 5 Stück. Und das nächste geht auf jeden Fall auf. Und wir brauchen den blauen Schlitz. Oh, normaler Schlitz. Okay, normaler Schlitz. Vielleicht ein Lewandowski gibt's hier gar nicht. Das ist Forsberg. Lewandowski wäre ja der Tots-Spieler. Was der höchstbewertete? Robben wäre zum Beispiel ganz nice. Oh, Tommy vom VfB. Grüße gehen raus, ne? So, noch 4 Sets und wir haben noch keinen blauen Schlitz gehabt. Das sollte sich jetzt ändern. Im Pack Nummer 3 kommt der erste blaue Schlitz. Ah, immerhin der normale Schlitz. Kann da was Gutes rauskommen? Deutschland, Torwart Neuer? Fährmann. Fährmann 84er ist okay. Hat aber leider keinen Tots und wir brauchen einen Tots. So, noch 3 Sets und der Tots, der ist da noch drin. Ich habe das im Gefühl, dass der da drin ist. Irgendeiner von denen ist der richtige. Wir machen das erste auf und testen das einfach mal, ob das der blaue Schlitz ist. Oh, normaler Schlitz, schade. Wer ist da drin? Das ist Birki. Ja gut, wir haben auf jeden Fall jetzt für die SBC am Sonntag und am Dienstag ein paar High-Rated Bundesliga-Spieler, aber ich hätte auch lieber einen Tots dafür. Wir haben noch 2 Stück, wir machen Nosepack. Let's go, komm schon. Blauer Schlitz, blauer Schlitz. Ah, kein Schlitz, ey. Wo sind die Schlitze? So, Jungs.
Das ist das allerletzte Set von diesem Pack-Experiment 1.0 sozusagen. Wir brauchen da jetzt hier nochmal, wir müssen nochmal hier schauen. Irgendwo sind doch diese, hier, da sind sie doch, hier. Ein Leon Bailey, ein Batshuayi, ein Lewandowski in 3, 2, 1. Let's go, komm schon, komm schon, komm schon, pusht euch EA. Blauer Schlitz als letzter. Immerhin der normale Schlitz, aber kein blauer Schlitz. Deutschland, dieses Mal ist es noch. Ja, zum Schluss nochmal den Fährmann-Discard. Wer kennt ihn nicht? So Jungs, zusammenfassend zu diesen Packs kann man nur sagen, dass ich aus den ersten 10 Sets ein paar Schlitze hatte, aber halt auch nichts gezogen habe. Man muss ganz ehrlich sagen, die ersten 10, die waren nicht gut. Und deshalb ist es natürlich auch jetzt nach einem Packs-Experiment immer die Frage, lohnt sich das für euch? Wenn ihr nicht viele öffnen könnt, wenn ihr nicht Millionär seid, wenn ihr nicht wirklich Coins übrig habt, dann ist es immer ein Riesenrisiko. Ich habe das bei der Premier League gemacht, ich habe Manetots gezogen, okay. Ich hatte, glaube ich, 25. Ich sag mal so durchschnittlich, wenn du keinen Packlack hast, dann kann es auch sein, dass du aus 50 keinen ziehst. Wenn du viel Packlack hast, dann kannst du auch aus 15 3 ziehen. Aber es ist echt auch immer ein hohes Risiko. Ich persönlich finde die Bundesliga-Tots-Spieler eben einfach so geil und die sind echt teuer. Und deshalb möchte ich einfach diese Packs vor allem mit den Spielern, die ich im Verein habe, machen. Deshalb lohnt sich das für mich. Ob sich das für dich lohnt, musst du selber entscheiden. Ich habe dir 10 Packs gezeigt. Nächste Woche, beziehungsweise in 2-3 Tagen, werde ich dir das Pack-Experiment 2 zeigen. Dann werdet ihr da draußen alle sehen, ob sich aus 20 Packs das Ganze gelohnt hat. Bei mir zumindest. Und ja, dann war es das auch von diesem Pack-Experiment. Falls ihr Trading-Tipps, falls ihr meine Packs so sehen wollt, dann müsst ihr mir auf Instagram folgen. Ich bin ja jetzt im Urlaub und dann kann ich keine Videos aufnehmen. Das heißt, auf Insta wird da alles aktuell in den Stories sein. Da werdet ihr auch erfahren, wie es bei mir so aussieht. Und dann würde ich sagen, bin ich raus für dieses Pack-Experiment. Gerne den Daumen nach oben, dass wir nochmal so eins machen. Das wird dann wahrscheinlich, wie gesagt, in 3 Tagen kommen. Macht's gut, Jungs. Ich bin raus für heute und ciao.